fragt euch bestimmt, wer hier der Hallensprecher ist. Man hört immer nur die Stimme, aber man sieht nie ein Gesicht dazu. Und den habe ich mir jetzt mal geschnappt. Das ist nämlich der Luis. Hallo Luis, wie war dein Wochenende? War gut, aber eigentlich mit über 120 Kilo bin ich nie zu verpassen. Oder? Ja. Sag mal, seit wann machst du das denn schon, Stadion- oder Hallensprecher? Ja, mit dem Sport. Ich habe mit den verschiedenen Sportarten in 1999. Das ist schon lange her. Normalerweise bis 2000 habe ich immer bei verschiedenen Beachvolleyball-Turnieren moderiert und auch in Halle-Volleyball und Rallyes und Formel 1. Und dann ja, seit 2010, 2011 bin ich meistens auch bei den Judo-Events. Wie ist es dazu gekommen, dass du auch beim Judo jetzt bist? Okay, eigentlich bin ich kein Judoka, obwohl, naja, wie gesagt, ja, mit 120 Kilo. Die Masse ist da. Ja, ja genau. Jeder denkt, ah, du warst vielleicht ein Judoka oder ja. So. Nein, alles fing in 2008 an. Mhm. Und zwar, ich hatte einen Schwimmen-Weltcup in Madrid. War ja ein Schwimmen-Weltcup, weil ich Moderator, kam ich als Moderator zum Einsatz. Und dann jemand aus dem Verband hatte mit dem Juan Carlos Barcos, der mit dem Präsidenten aus dem von dem spanischen Verband gesprochen, sagte, ey, ich habe einen tollen Moderator, der kann viele Sprachen und wahrscheinlich ist er ein guter Moderator für dich für den World Cup in Madrid 2008. Und das war meine allererste Erfahrung. Ich hatte keine Idee. Ich habe nur vielleicht als Kind ein paar Mal Judo im Fernsehen gesehen, aber überhaupt keine Ahnung. Und dann 2009 war ich? Ich war bei einem meine Tanzsportveranstaltung schon ja, eingesetzt. Dann hatte ich keine Freizeit für Madrid. Dann 2010 war ich wieder in Madrid und dann jemand aus dem internationalen Judo-Verband hat mich angerufen und fragte, ob ich weiter auf einen verschiedenen Ebenen wollte. Und das war vor allem bei den IJF-Events. Okay, sag mal, IGF-Event wie hier, der Grand Slam in Paris, ist ja eine fantastische Stimmung. Also wir haben das ja auch zu Hause, die Fans haben sich das ja auch angeguckt und auch mitbekommen. Da muss man nur mal mit einem Finger schnipsen und schon ist hier eine fantastische Stimmung in der Halle. Bist du auch dafür ein bisschen mit verantwortlich, dass die Stimmung gut ist? Und was machst du denn in Hallen, wo die Zuschauer nicht ganz so mitgehen? Was macht man da? Ja, alles, was ich mache, ich versuche vielleicht die richtigen Lieder aufzulegen. Naja, ich arbeite in Frankreich seit, in Paris vor allem, seit 2003. Und schon in der Schule habe ich schon Französisch gesprochen, ich war hier oft und das hilft auch, wenn du in einem Land arbeitest und dann du, ja, lass uns sagen, die Mentalität oder Musikgeschmack kennst, dann das ist natürlich eine Hilfe, wenn du einen Jingle auflegst oder nicht. Ja. Und natürlich, auch hier gibt es eine Judo-Kultur, hier gibt es Tradition, es gibt viele verschiedene Champions und Teddy Riner kommt aus Frankreich und Lucie Decors und viele anderen. Und natürlich, die Leute, die sind heiß, ich meine, die wollen Unterhaltung und die verstehen von Judo. Und deswegen, wenn es zum Beispiel keinen Wettbewerb gibt, wenn es zum Beispiel eine Pause gibt, dann versuchen wir entweder mit Ansagen oder mit Musik, wir versuchen ein bisschen so die Stimmung aufzubauen. Ja? Und Frankreich, vor allem Paris, das ist ein wunderschöner Ort und wie gesagt, du musst so machen und alle machen mit. Dein Lieblingsturnier, ist das dann auch tatsächlich der Grand Slam in Paris oder gibt es da doch noch ein anderes? Lieblingsturnier, ja, es kann sein, weil meine allererste Weltmeisterschaft bei der IGF war hier in Paris, ja, 2011. Und dann seitdem war ich immer im Februar bei den Grand Slam und auf den nächsten Grand Slam im Oktober 2015 bin ich schon gespannt. Ja, das sind wir auch. Sag mal, und bist du denn in Düsseldorf beim Grand Prix? Der ist ja auch in ein paar Wochen. Ja, in zwei Wochen bin ich dabei und ich hoffe, dass wie immer alle die deutschen Fans, vor allem wenn ich hier sitze, da gibt es ja auf meiner rechten Seite diese Fankurve. Mhm. Ja, die sind immer schon von 8 Uhr an, sie sind schon da anzufeuern und die machen gute Stimmung. Und naja, es gibt viele Hoffnungsträger in Deutschland und hoffentlich feiern wir das mit den Zuschauern mit. Okay, also das war jetzt nochmal ein Appell an die deutschen Fans. Macht ordentlich Stimmung in Düsseldorf beim Grand Prix. Feuert das deutsche Team an oder eure Favoriten, die ihr habt. Und jetzt habt ihr auch ein Gesicht zu der Stimme in der Halle. Dankeschön. Bitte.